Ja, wenn die Alarmanlage nicht gerade wegen Reparatur außer Betrieb gewesen wäre, dann wären wir ja noch früher da gewesen. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage, Herr Merkelsen. Wie alt waren denn die Täter etwa? Das ist schwer zu sagen. Nur so ungefähr. Mit den Masken vorm Gesicht? So alt wie Herr Kaiser vielleicht. Jedenfalls, ich komme heute Nachmittag in die Klinik. Vorläufig besten Dank. Dankeschön. Ist dir was aufgefallen an dem Protokoll? Hätte mir was auffallen sollen? Nix. Na, die Zeugenaussagen, die stimmen doch nicht überein. Ja, das tun's selten, sagt der Steiner. So, sagt der Steiner. Also in einem grauen Standard sind sie weggefahren, mit 30.000 Mark Beute, in gebrauchten Scheinen. Ja, wahrscheinlich ein Wagen, der gestern Abend gestohlen worden ist. Du, sag einmal, Frischl, ist eigentlich dein Wecker schon einmal ganz von selber losgegangen? Nein, wieso? Ja, aber die Alarmanlage, die ist sogar ein paar Mal in die letzten Tagen. Und ausgerechnet heute, wo sie repariert worden ist. Ach, Sie meinen, das wäre kein Zufall, nicht? Ach, sicher war das ein Zufall. Da schau, da hat doch der eine von den Räubern dem anderen zugerufen, Medi, take so long, sagt der Zeuge Merkentin. Die anderen Zeugen sagen, er hat was gerufen, aber man hat es nicht verstanden. Na, und was sagt der Kassierer Kaiser, der doch ganz nah dabei gestanden ist nach der Skizzen? Na, wo ist denn? Da. Na, was hat denn der gehört? Davon steht nichts in dem Protokoll. Ja, dann wird er auch nichts gehört haben. Hat der Steiner schon einen Verdacht? Ja, der Steiner meint, dass... Ich sag lieber nichts. Ich täte mich ja doch bloß wieder aufregen. Noch dazu, wo es mein Geld ist. Wie viel ist denn, Herr Inspektor? 211 Mark. Die Zinsen gar nicht gerechnet. Was? So viel? Sagen Sie mal, dass sowas überhaupt möglich ist, am helllichten Tag, fast mitten in der Stadt, das ist ja das reinste Wildwest, so mit Gebrüll und Schießerei. Ja, das mit der Schießerei stimmt. Um ein Haar hätt's auf mich erwischt. Was? Auf Sie ist geschossen worden? Sagen Sie mal, ist das in Wirklichkeit so wie im Film? So mit Strümpf über dem Gesicht und... Hands up! Keine Bewegung, sonst knallt's! Da muss ich Sie leider enttäuschen. Unsere Räuber haben keinen Ton gesagt. Bis auf die Schüsse lief alles völlig lautlos ab. Das war vielleicht noch unheimlicher. Kein Wort. Da schau her. Ja, freilich, gell, wenn man sich so überlegt, wie leicht verrät sich ein Mensch mit einem Wort. Ja, da ist schon viel gescheiter. Er sagt lieber gar nichts. Eben. Ich danke schön. Ja, und grüß Gott und geben Sie mir für Ihr Obacht auf mein Geld. McBride und Sigalski. Ja, bitte. Das Gespann, das vorige Woche aus dem Zuchthaus in Ludwigsburg ausgebrochen ist. Irgendwie mussten sie sich ja Geld beschaffen. Für ihren Lebensstil sogar sehr viel Geld. Was lag näher, als dass sie es wieder auf dem Gebiet probierten, auf dem sie Erfolg und Erfahrung hatten? Ich weiß nicht, Steiner. Wenn sich Ihr Verdacht nur auf so vage psychologische Überlegungen stützt. Keineswegs, Herr Direktor. Die Durchführung des Überfalls entspricht genau der von McBride und Sigalski praktizierten Methode. Der eine gibt vom Eingang her Feuerschutz, der andere springt über die Schalterbank und rafft das Geld zusammen. Und draußen sitzt irgendeine Biene, die den Fluchtwagen chauffiert. Und woraus schließen Sie, dass auch in diesem Fall eine Biene den Fluchtwagen chauffiert hat? In den Zeugenaussagen steht nichts davon drin. Erstens gehört es zu Ihrer Methode. Zweitens ist da noch der Zuruf Medi Taxi Along. Korrekter wohl Medi Taxi Along. Mhm. Mit A vorne und G hinten. Vermutlich hat McBride gerufen. Amerikanisch. Mit Taxi war der Wagen draußen gemeint und mit Medi die uns noch unbekannte Komplizin, die den Wagen chauffierte. Mhm. Naja, hat einiges für sich, Ihre Theorie, Steiner. Mich stört nur noch die Sache mit der Alarmanlage. Die Überprüfung von Vorleben und Lebensverhältnissen aller Bankangestellten hat keinerlei Anhaltspunkte für Querverbindung zu dem Überfall ergeben. Bitte, unternehmen Sie, was Sie für richtig halten. Grüß Gott, Herr Wanninger. Wie geht's denn? Also, die Burgmüllerin, die macht mich noch hin mit ihren Rezepten. Feuchte Umschläge, heiße Winkel. Das glaube ich, dass das kein Spaß nicht ist. Haben Sie das schon alles gelesen da? Ein Schmarrn kannst du daher reden. Natürlich nur das Wichtigste. Ich hab gemeint, so zur Ausspannung. So, schau ich so aus. Das sind doch alles Lexikon und Wörterbücher. Welchen Verdacht hat denn der Steiner? Ja, der Steiner meint, ja. Gestern haben sie es aber nicht wissen wollen. Na, aber heute will ich. McBride und Sigalski. Ach so. Wegen dem Englisch. Versteh. Ja, und andere Spuren prüft er nicht, der Steiner. Die Angestellten von der Bank zum Beispiel. Doch, alles überprüft. So,
Ja, und was sind das für Leute, die von der Bank? Ja, das haben wir alles. Das ist zum Beispiel der Direktor. Der ist in der Filiale seit 14 Jahren. Dienstwagen, verheiratet, zwei Kinder, keine Schulden. Verbringt seinen Urlaub regelmäßig im Bayerischen Wald. So ein Snob. Dann das Lehrmädchen Christ Inge, die ist im zweiten Jahr Banklehre, Mitglied im evangelischen Jugendmandolinenorchester. Dann der Kassierer Kaiser, vor 6 Monaten an die Filiale versetzt, vorher in der Zentrale tätig. Hat einen sehr guten Leumund, leidenschaftlicher Flieger, Mitglied im Sportfliegerclub Aether 1928. Was sagst du? Der ist Mitglied in dem hiesigen Sportfliegerclub Aether 1928. Aether? Ja. Das ist ein Wort, was? Aether. Vater Aether. Hölderlin-Fröschel. Da, Englisch-Deutsch. Schau ich mir nach. Und der Mayday. M-A-Y-D-A-Y. Mayday, das ist internationaler Fliegernotruf. Mhm. Gefahr. Hm. Ja, und? Und jetzt schaust du noch unter Taxi. Aber nicht das Auto. Verbaler Gebrauch. Das Seitwort, verstehst? Taxi alone. Rollen, an, abrollen. In Klammern Aviation. Mhm. Da schau her. Die Räuber haben die Fliegersprache gebraucht. Merkst du was? Medi Texelon. Das hat geheißen, höchste Gefahr, anrollen. Auf Deutsch, dicke Luft, hau ab. Und ausgerechnet der Kassierer Kaiser, der wo ein leidenschaftlicher Flieger ist, der will das nicht verstanden haben. Der will es nicht einmal gehört haben. Spannst du was? Ja, dass er uns irreführen wollte, der Kaiser. Fröschel, ich glaube, es liegt in der Luft. Aha, also Flugkamerad Kaiser hat sie für die Sportfliegerei geworben. Geworben? Nein, nein, das ist zu viel gesagt. Er ist ja an der Bank, wo ich mein Konto hab, gell? Naja, und da hat er mir halt immer vorgeschwärmt. Naja, das nimmt mich bei Kaiser nicht wunder. Er ist einer der vernachtesten von uns. Ich glaube, ohne Fliegerei möchte er gar nicht leben. Genau, Herr Waldmann, Grazer hat er gesprochen. Na, überhaupt ist Kaiser einer der besten Leute, die wir haben. Also ich muss sagen, je mehr Sie mir erzählen, desto mehr reizt es mich. Naja, es ist zwar ein teurer Spaß für einen kleinen Angestellten wie mich. Naja. Ja, und wenn ich nicht kürzlich eine Tante, eine Verstorbene, beerbt hätte, ja, dann könnte ich mir das gar nicht leisten. Aber ich bitte schön, gell, sag's vorerst niemandem, dass mich der Kaiser dazu inspiriert hat. Denn wenn er mich vielleicht doch ein bisschen deppert anstellt, dann fällt's womöglich noch auf den Kaiser zurück. Gell? Na, das möchte ich nicht gern. Selbstredend, Herr Wanninger. Na, Fröschel, ist das der Wagen? Ja. Heute in der Früh haben sie ihn entdeckt, in der Nähe von Lerchenhausen. So. Das ist ungefähr 40 Kilometer weg von hier. Im Wald drin haben sie ihn versteckt. Ich habe ihn dann gleich herbringen lassen. Ja, das war richtig. Irgendwelche Ergebnisse? Ja, der Rendl hat ihn durchfilzen lassen in der Halle, aber aha, außer Fusseln am Vordersitz haben wir nichts gefunden. Die stammen übrigens von demselben Kamelhaarmantel wie die Fusseln am Bankschalter. Ach, also eindeutig der Fluchtwagen. Ja. Fingerabdrücke, Frösch? Nein, keine, nur die vom Besitzer. So. Schauen Sie mal her, Herr Oberinspektor. Ja. Mit diesen Hosenklammern haben sie das falsche Nummernschild hingekippt. Also völlig klar, mit der Karre sind die getürmt. Ja. Glauben Sie, dass sich die jetzt auf dem Land verstecken? Also in puncto Kriminalpsychologie haben Sie in Ihrer Wanninger Zeit nicht sehr viel lernen können, was? Nein, da haben wir zu viel Arbeit gehabt. Also dieses Lerchenhausen ist doch nichts anderes als eine falsche Spur, die McBride und Sigalski eigens für uns gelegt haben. Zwei skrupellose, lebenshungrige Burschen, die nach 4 Jahren Zuchthaus ausbrechen, endlich in der Freiheit sind und noch dazu 30.000 Mark in der Tasche haben. Glauben Sie, die schlafen in einer Scheune? Nein, mein Lieber, die sind postwendend nach München zurückgekommen. Ach, übrigens, Fröschel, sorgen Sie dafür, dass über den Stand der Fahndung keine weiteren Mitteilungen an die Presse gehen, ja? Geht in Ordnung, Herr Oberinspektor. Aber an Herrn Wanninger darf ich doch informieren, oder? Bitte, falls es ihn interessiert. So, nun wiederholen wir noch mal die wichtigsten Einbiegensignale. Ja, Bremsklötze weg. Drehen Sie nach links. Drehen Sie nach rechts. Halt! Oh! Was ist denn los, Herr Wanninger? Haben Sie das Kreuz verrenkt, oder was? Nein, nein. Mein Kreuz ist schon okay. Bloß ein bisschen einen Muskelkater habe ich, weil ich es daheim so oft probiert habe. Ja. Ah ja, dafür klappt es ja schon aus dem FF. Kommen Sie mal her, Herr Wanninger. Sagen Sie mal, was für Arten von Lufträumen unterscheiden wir? Ja, es gibt kontrollierte und unkontrollierte Lufträume. Ja. Entschuldigen Sie, Herr Grisch, ich hätte eine Frage. Mhm. Wenn ich beispielsweise bei klarer Sicht aufsteige, ja,
und plötzlich ist alles unter Bodennebel, sodass ich überhaupt nichts mehr sehe von der Erde. Ja, kann man da noch von terrestrischer Navigation sprechen? Das ist doch ein Spezialfall, Herr Wanninger, nicht? Ja, freilich, ja. Natürlich. Ja, aber sind Sie mir nicht böse, ich hätte noch eine Frage. Ja? Auch so ein Spezialfall. Wann und unter welchen Umständen darf man eigentlich notlanden? Darf es gut, wenn Sie müssen, Herr Wanninger, nicht? Hm. Naja, also innerhalb der FS-Kontrollbezirke unterscheiden wir, ne, was? Luftstraßen und Nahverkehrsbereiche. Ah, sehr richtig. Und was ist eine Luftstraße? Luftstraße, das ist das Luftfahrzeug von uns. Ah ja, das sind die Flugkameraden Voss und Bräugelt. Eigentlich gehört noch Kaiser dazu. Na, kommen Sie, Herr Wanninger, wir gucken uns mal die Landung an, ja? Schau mal. Ah, gucken Sie sich mal an, wie butterzart die beiden aufsetzen. Da kann sogar unser einer blass werden von Neid. Gehört das Luftfahrzeug denen? Oh, sagen Sie nicht mal Luftfahrzeug. Kiste oder Maschine heißt das. Entschuldigen Sie, ich meine, gehört die Kiste den beiden doch? Die Shandy? Nein, die gehört Flugkameraden Wachsmut. Aber die beiden wollen sie übernehmen. Möglichst noch vor unserem großen Flugtag am Sonntag. Freundschaftspreis. So um die 20.000 rum. 20.000? Ja, die beiden haben gekochte Eltern, nicht? Studium aus der linken Hand. Und dann haben sie noch unverschämtes Glück beim Roulette, ne? So was gibt's, Sunny Boys. Da hat's der Kaiser schon schwerer, so als kleiner Bankangestellter. Da knabbert auch ziemlich dran rum, dass er nicht so mithalten kann mit seinen Freunden, ne? Entschuldigen Sie, Herr Griesch, eine Frage. Ja. Was für Papiere muss man eigentlich dabei haben beim Fliegen? Das Kapitel habe ich noch gar nicht gelernt. Das können wir uns ja gleich mal in der Praxis ansehen, nicht? Hey, Voss, Bräugelt, kommt doch mal rüber! Wieder mal eine saftige Frontenturbulenz über der Zugspitze. Das habe ich mir schon gedacht beim Start. So, darf ich vorstellen, das ist unser neuer Flugschüler, Herr Wanninger, Herr Voss, Herr Bräugelt. Tag. Tag. Grüß Gott. Ganz schöne Luftverdrängung, die Figur. Ein bisschen Platz wird es da droben schon noch für mich haben, denke ich. Wenn wir nett sind und zusammenrücken, Flugkamerad Wanninger. Ja. So, zeigt ihm mal die Papiere, die wir mitführen müssen. Ja, das würde mich interessieren. Ja, ist ein wissbegieriger Schüler, unser Küken, was? Das ist ja Lufttüchtigkeitszeugnis, Motorprüfschein, Haftpflicht, Versicherungsdeckungskarte, das ist ja Betriebsgenehmigung für Bordfunkgeräte. Mhm. Oder Bordbuch. Ja. Ja, das klingt ja nach dem Schiff. Wir sind ja auch Luftschiffer, Kamerad. Hier im Bordbuch, da müssen also Ziele, Flugzeiten, abgeflogene Strecken und so weiter aufgeführt werden, alles, ne? Das ist ja sozusagen ein Protokoll. Ja, so ungefähr. Ich darf doch mal reinschauen, gell? Oh, bitte, bitte. Das ist ja her. Jeden Tag von 9 bis 12 die Alpen und den Alpenrand beflogen. Tatsächlich, jeden Tag von 9 bis 12. So, jetzt kennen Sie unseren Lebenswandel wohl zur Genüge. Für den Augenblick rechts. Wir haben aus Damenkreisen, die ich wohl nicht näher zu bezeichnen brauche, den Hinweis erhalten, dass sich McBride und Sigalski tatsächlich in München befinden. Ganz wie ich vermutet hatte. Die Verhältnisse in einer modernen Großstadt erfordern auch moderne Methoden des polizeilichen Vorgehens. Generalstabsmäßige, wenn Sie so wollen. Wir schlagen deshalb heute Abend um Punkt 23 Uhr in allen einschlägigen Lokalen mit der Großrazzia gleichzeitig los. Inspektor Breuer, Sie übernehmen Planquadrat 4, Heiß 6, Gottsberger 7, Feld 8, Klausnitzer 10. 11 und 12 behalte ich mir persönlich vor. Teilen Sie Ihre Leute nach Ihrem Gutdünken ein. Sie haben wohl keine weiteren Fragen. Bis heute Abend. Meine. Das ist jetzt so eine Situation, in der sich Wanninger wirklich nützlich machen könnte. Aber anscheinend interessiert ihn überhaupt nicht mehr, was bei uns vorgeht. Entschuldigung, wenn ich da widerspreche, Oberinspektor, aber Herr Wanninger telefoniert jeden Tag mit mir. Ich muss ihm über alles Rapport geben. So. Sie ruft da an. Warum nicht mich? Wo steckt er denn überhaupt? Im Bett, denke ich. Eine Schwitzkur wollte er machen für seine Bandscheiben, der Herr Wanninger. Herr Wanninger, wissen Sie, was das ist? Ich glaube, mich bockt's. Nein, was das ist hier? Das ist der Höhenmesser. Nein. Mich hebt's. Ja, ja, Ihr Gehirn arbeitet aber noch ausgezeichnet. Und wozu dient es? Mein Hirn. Nein, der Höhenmesser. Er misst die Flughöhe in Fuß an. Ja, sehr richtig. So, nun halten Sie sich mal fest, Herr Wanninger. Jesus. Ich wollte
hätte lieber nichts geerbt von meiner Tante. Kopf hoch und Essen drin lassen, Herr Wanninger. Sagen Sie mal, Herr Krisch. Ja? Könnten Sie mir nicht die Freude machen und zur Belohnung über Lerchenhausen fliegen? Wissen Sie, ich war dort immer als Bub in die Ferien. Ja, einen Augenblick. Ja. Muss man auf der Karte nachsehen. Ja. Ja, das da unten. Da. Das müsste Lerchenhausen sein. Na, oh, herrlich einsam liegt das da unten, gell? Nichts wie Wald und Wiesen. Ja. Sagen Sie, ja? Könnte man da auf einer von diesen Wiesen, könnte man da landen? Wenn Sie mal so gut fliegen wie der Voss und der Bräugel, dann können Sie es ja versuchen. Erste Rate zu 3.000. Sofort. Den Rest in Halbjahresraten. 2,5. 3. Wenn wir es doch nicht haben, Wachsmut. Krämerseele. Top 3. Hol die Piepen. Frieda, startfrei für eine Platzrunde. Ja? Die Shandy hat neue Herren. Sagen wir, ist eigentlich der Kaiser auch mit in dem Geschäft? Von dem hört und sieht man überhaupt nichts mehr. Habt ihr Stunk? Kleine Meinungsverschiedenheit. So, kommen Sie rein, Herr Wanninger. In die warme Stube, was? So, wie war der Jungfernstuhl? War der Junge sein Naturtalent. Herbei, Kameraden, hier entwickeln sich größere Festivitäten. Vor so einem Bräugelt haben der Wachsmut die Shandy abgeluchst. Für 21.000. Auf Raden. Oh, gratuliere, Flieger heil. Gratuliere. Auf Raden, sonst. Kleinvieh macht ja auch Mist. 3 Mille. Na, bin ich ja gespannt, wann sich unser Benjamin auch mal ein eigenes Flugzeug kaufen wird, was? Auf Raten? Keine schlechte Idee. Ja, ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass ich endlich einmal meinen Einstand gebe, was? Wie wär's denn mit heute Abend? Könnt ihr alle? Ja. Trainieren wir noch eine Stunde? Ja, ich hätte schon gern, dass ihr dabei seid. Mal sehen. Also, ich muss sagen, mein lieber Steiner, das war wirklich Maßarbeit. Gratuliere herzlich. Danke. Ihnen auch, Fröschel. Dankeschön. Mit etwas Psychologie und durch sinnvolle Anwendung naheliegender Methoden, Herr Direktor. Ja, ja, ich weiß schon, Steiner. Haben Sie denn schon ein Geständnis? McBride und Sigalski leugnen zwar noch den Überfall, aber Ihr Alibi ist kein Pfifferling wert. Und die Gegenüberstellung mit den Augenzeugen? Der Kassierer hat die beiden einwandfrei als Täter identifiziert. Entschuldigung, wenn ich mich da einmische, aber die anderen Zeugen... Schließen ebenfalls nicht aus, dass es McBride und Sigalski waren. Naja, also gut, mag sein, wie es mag. Auf jeden Fall haben Sie zwei gefährliche Gewohnheitsverbrecher wieder dingfest gemacht. Ja. Bittere? Ja? Ah, Sie sind's, Wanninger. Na, wie geht's denn? Ja, Moment, er ist da. Sie will er dringend sprechen, Fröschel. Dankeschön. Ja, Herr Inspektor, grüß Gott. Ich bin gerade mit Herrn Oberinspektor Steiner beim Direktor Mitterer herin. Gegen Abend? Ja, ja, das geht schon. Ja, den kann ich anfordern. Was? Ein Gamsbarthut? Das ist doch nicht Ihr Ernst, Herr Inspektor. Moment, ich schreibe mal mit. Liebe Flugkameraden, auch wenn uns der Wettergott heute Nachmittag ein allgemeines Startverbot beschert hat, so glaube ich doch, dass dieser Tag kein verlorener in der Geschichte unseres geliebten Clubs sein wird. Kann ich doch den beiden Flugkameraden Voss und Bräugel zum Erwerb ihrer Shandy gratulieren. Und dem Flugschüler Wanninger für seinen generösen Einstand danken. Ich möchte meine ganz besondere Freude darüber bekunden, lieber Wanninger, dass Sie sich so rasch in unserem Kreis eingelebt haben. In diesem Sinne erhebe ich mein Glas. Durchstarten! Wind und Wolken, die sind unser Glück. Wir müssen die Ferne bezwingen, denn Loren und Hohen singen, erfüllt sich unser Geschick. Prost! Prost! Na, Sie? Möchten Sie was? Ja, ich möchte gern Ihren Herrn Vorsitzenden sprechen, bitteschön. Ja, da sind Sie bei mir richtig. Was gibt's? Ich war der Sohn vom Lindenhofbauern und ich hätte eine Beschwerde. Ach so? Ja, ich hab's Ihnen schon geschrieben, aber Sie haben mir keine Antwort nicht gegeben und jetzt bin ich gleich persönlich selber hier. Na, trinken Sie erst mal einen Schluck mit uns. Ja. Frieda, eine halbe für den Lindenhofbauern Junior. Dann bringen wir gleich ein Maß. Wie bitte? Ja, also was für eine Beschwerde?
Ja, also eine Maschine von Ihnen. Die hat bei unserem Flurschaden angerichtet auf der Wiesen. Wissen Sie, die, wo im Wald drin liegt? Flurschaden? Mhm. Wieso denn? Ja, die ist halt gelandet, nicht? Und dann ist sie wieder aufgestiegen. Eine Stunde später, etwa. Aha, und wo soll das gewesen sein? Hinterm Ebersberg, bei Lerchenhausen. Ich bin nämlich von Lerchenhausen, wissen Sie? Ist einer von euch vergangenen Montag bei Lerchenhausen zwischengelandet? Nein. Ja, sehen Sie, das war keine Maschine von uns. Übermann, kann ich Ihnen leider nicht helfen. Dieser Flurschaden-Querulant macht mich nervös. Schnauze. Abwarten. Wenn Sie glauben, dass Sie mir auf den Nudelschirm kennen, dann sind Sie am Holzweg, das sage ich Ihnen. Wie bitte? Jawohl. Dankeschön. Ich weiß nämlich noch mehr. Ach, was wissen Sie denn angeblich noch mehr? Dass ein Auto gefunden worden ist in unserer Gemarkung. Na, jawohl. Und das hat mit dem Bankraub von München zu tun gehabt, weil es genau an demselben Tag war. Das hat mir der Bürgermeister erzählt. So. Und jetzt denke ich, dass das Flugzeug und das Auto miteinander was zu tun gehabt haben. Ich weiß sogar die Überschrift von dem Flugzeug. Sie meinen das Kennzeichen, ne? Ja, ich sag doch, die Überschrift, weiß ich doch. Aber die hab ich jetzt daheim lassen. Aber ich brauch bloß am Vater antelefonieren, dann haben wir's ja, nicht? Ja, dann. Sag mal, Lerchenhausen, das ist der Ort, wo der Wanninger immer hinfliegen wollte. Der hat mich immer gefragt, ob man da landen kann. Der muss bestimmt was damit zu tun haben. So, und jetzt telefoniere ich meinem Vater wegen der Überschrift von dem Flugzeug. Ja. Aber der Flurschaden muss ersetzt werden, das sag ich. Der Dorfteil aus Lerchenhausen muss uns bei der Landung beobachtet haben. Woher soll das sonst wissen? Und den Wagen haben sie auch schon. Wenn dieser Bauer mit seiner Geschichte zur Polente geht, sind wir doch geliefert. Also. Trotzdem, ich weiß nicht, ob das nicht falsch ist, wenn wir jetzt tun. Weißt du was Besseres? Das Jugoslawien reicht der Sprit. Und dann mit den 25 Mille kriegen wir schon irgendwo Boden unter die Füße. Fertig? Fertig! Seit wann habt ihr hier Nachtstarterlaubnis? Texelung! Nichts Texelung! Ohne das geht's nämlich nicht hoch, eure Kiste. Weil ihr zwei jetzt hoch geht's. Hände hoch! Kriminalpolizei! Nein, nein, nix da. Wenn ihr glaubt, ihr könnt aus mir einen Deppen machen, bloß weil ich ein Bauer aus Lerchenhausen bin, da war ein Flurschaden, sag ich, und ich will mein Recht. So, das hätten wir wieder geschafft, Herr Inspektor. Ja, da stehen's, die zwei Helden. Worum geht's hier eigentlich? Ich will Ihnen auf die Sprünge helfen. Medi Texelon. Also, dass die narrischen Herren Flieger ihre Fliegersprüche nicht einmal bei einem Bankraub lassen können. Das war ein schwerer Fehler, meine Herren. Was hat denn das zu bedeuten? Ja, ich habe mich mit Ihren zwei Renommierfliegern ein bisschen unterhalten müssen. Ich erkläre Sie für verhaftet wegen gemeinschaftlich begangenen schweren Raubes. Und wegen versuchten Mordes an dem Zeugen Mergentin. Ich hab doch bloß auf den Arm gezielt. Ja. Was meinst du, Frischl? Ich würde sagen, das war ein Geständnis. Ich auch, Herr Inspektor. Bring's aufs Präsidium und das Geld nimmst gleich mit. Gut. Auf geht's. Darf ich mir vorstellen, Wanninger, Kriminalinspektor, und das war mein Assistent Frischl. Tja, Herr Waldmann, das ist eine scheußliche Geschichte mit Ihren drei Clubstars. Ja, die sind's jetzt los. Und den Flugschüler Wanninger noch dazu. Ich bin nämlich hundertprozentig fluguntauglich, sagt der Polizeiarzt auf. Also, mich müssen Sie jetzt entschuldigen, ich muss noch auf die Bank. Ich muss nämlich den Kassierer Kaiser noch einkassieren.